Christian Piewarz heißt der neue Kultusminister. Er gilt als enger Weggefährte von Ministerpräsident Kretschmer. Bislang parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, hat er nun einen Platz im neuen Kabinett. Als studierter Jurist soll er das Lehrerproblem an Sachsens Schulen lösen. Ich habe die Erfahrung, dass ich direkt im familiären Umfeld weiß, was an Schule passiert und was an Schule auch nicht passiert oder wo wir besser werden müssen. Ich glaube, dass das auch ein Vorteil ist, mit einer gewissen Draufsicht, die aber trotzdem von Kenntnis geprägt ist, in das Ministerium zu gehen. Und ich freue mich auf die Arbeit und denke doch, dass ich da gute Impulse setzen kann. Er musste den Ministerstuhl räumen. Frank Haubitz, der frühere Schuldirektor, brachte nach nur wenigen Wochen Amtszeit frischen Wind in das Kultusministerium. Unterstützt wurde er dabei von Lehrern und Eltern. Viele von ihnen sind vom Wechsel an der Ministeriumsspitze überrascht. Von uns befragte Lehrer sehen den Personalwechsel skeptisch und sind enttäuscht über den Austausch im Kultusministerium. Es könnte bei vielen dazu führen, okay, ich mache jetzt wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift. Und die ziehen sich erstmal zurück und warten. Und warten, was passiert. Und entscheiden dann für sich vielleicht auch wieder mit 63, okay, ich gehe in Rente. Oder als junger Kollege, okay, ich gehe nach Thüringen, ich gehe nach Bayern, nach Sachsen-Anhalt. Aus Sicht des Sächsischen Lehrerverbandes muss Kultusminister Christian Piewarz möglichst schnell die Personalprobleme an Sachsens Schulen lösen. Er wird natürlich an seinen Taten gemessen werden. Und das Wichtigste ist jetzt diese positive Aufbruchstimmung, die Frank Haubitz in die Lehrerzimmer getragen hat, weiterzuentwickeln, zu verstärken und positive Signale für Bewerber nach ganz Deutschland zu senden. Der neu ernannte Finanzminister Matthias Haas dürfte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Denn der frühere Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium verwaltet nun die Landeskasse. Zugleich leitet er nach Ansicht des Regierungschefs ein Zitat Ermöglichungsministerium auch für neue Lehrer. Wir werden auf einen ordentlichen Haushalt achten und wir werden auch die traditionell gute Finanzpolitik Sachsens fortsetzen. Ermöglichen heißt für mich, dass Finanzpolitik natürlich Beiträge dafür leisten wird, dass wir in den zentralen Politikfeldern Lehrer, Sicherheit, Digitales auch Fortschritte machen. Noch im Januar will das neue Kabinett einen 100-Tage-Plan vorlegen.